Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal wieder mit einem Top 10 Video. Dieses Mal halt mit den Top 10 Bandkarten, die die höchste Chance haben, halt zurückzukommen. Dachte ich mir, mache ich ein Video dazu, anstatt halt jetzt so ein Bandless Prediction Video, weil Konami einfach zu unberechenbar ist und die meisten Bandless Prediction Videos treffen eh nie ein. Also deswegen dachte ich mir, machen wir dieses Video hier. Hoffentlich bringe ich das Video raus, bevor die Bandliste kommt. Ansonsten wäre das hier jetzt vollkommen unnötig. Ansonsten zu den 10 Karten, die ich ausgewählt habe, muss ich noch sagen, also die Karten, die jetzt zum Beispiel in Japan dieses Errate bekommen haben und dann wieder legal sind, die habe ich jetzt nicht mit einbezogen, weil die höchstwahrscheinlich bei uns auch rauskommen werden. Deswegen offensichtlich haben sie dadurch die höchste Chance, unbanned zu werden, so wie Crush hat zum Beispiel. Jetzt habe ich zum Beispiel auf der Liste halt nur 10 Karten, deren Text nicht geändert wurde. Und zuerst hatte ich auch geplant, alle 4 Babydrachen nur als eine Karte zu zählen, aber dann bin ich einfach nicht auf die 10 gekommen, deswegen musste ich die jetzt so einzeln in die Liste nehmen, damit ich halt auf 10 komme. Also, als erstes haben wir da Stratos, klar, Free Stratos und so weiter. Viele hatten gehofft, dass der letzte Banlist wieder runterkommt, weil das Hero Structure Deck rausgekommen ist, aber es war nicht so. Stratos ist einfach der beste, der wichtigste Hero. Ohne ihn läuft irgendwie das Deck nicht. Keine Ahnung wieso. Klar ist er stark, aber wenn man es mit anderen Decks vergleicht und die ganzen Searcher-Karten, die anderen Decks haben, dann ist es echt ungerechtfertigt, dass er auf der Liste ist. Es gibt so ein Bild oder Meme, wie auch immer man das nennen will, wo halt Stratos drauf ist. Der ist halt gebannt. Und dann sieht man darunter halt die ganzen Cross-Karten. Da sind, glaube ich, so 10 Karten, die einfach nur searchen. Falls ihr das Bild kennt, also da sieht man halt den klaren Kontrast zwischen denen und dass es einfach unnötig ist, dass er auf der Liste ist. Als nächstes haben wir Witch of the Black Forest, Hexe vom Schwarzen Wald. War, glaube ich, auch auf der allerersten Banlist. Wenn sie zerstört wird und auf den Friedhof gelegt wird, kann man ein Monster mit 1500 Defense oder weniger aus dem Deck auf die Hand holen. Das war halt für frühere Verhältnisse ziemlich stark, weil die ganzen Boss-Monster dadurch super waren, weil die halt 4 ATK haben. Aber wenig Defense. Aber wenn man es mit heute vergleicht, denke ich mal, dass sie nicht mehr so stark ist. Sie ist halt langsam, muss halt erst gesettet werden oder beziehungsweise halt beschworen und dann zerstört werden. Wenn man das zum Beispiel wieder mit Necros vergleicht, das ist halt echt kein Vergleich, weil Necros kann einfach suchen, was es will. Also nehmen wir mal an, Trishula wäre das Bossmonster sozusagen, dann kann man es einfach mit Senju und Manju und Brio suchen und Preparation auf Brio und so und muss halt nicht eine Runde verschwenden, um ein Monster zu beschwören und zu warten, bis es zerstört wird. Oder zum Beispiel Clifford, mit Scout kannst du auch jedes Monster aus dem Deck suchen. Deswegen finde ich, ist Hexe zurzeit vom Effekt her nicht mehr stark genug, um gebannt zu sein. Und wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, Runachen kriegen ja ein bisschen Support, also vielleicht könnten die Hexe unbannen, um dann vielleicht ein bisschen Runachen zu supporten oder so. Dann die nächste Karte, die wir haben, ist Feuriges Begräbnis. Zahl 800 Lebenspunkte, Special Summon ein Monster aus deinem Friedhof und das wird halt ausgerüstet. So ähnlich wie Call, nur als Zauberkarte. Es hat halt seine Vor- und Nachteile. Also der größte Grund, warum die Karte gebannt war, ist, glaube ich, weil die sehr kombolastig sein kann. Zum Beispiel mit Karten, die die Karte wieder zurück auf die Hand schicken würden, Tornado oder so, könnte man das halt ein bisschen ausnutzen. Aber Tornado ist gebannt und Brio zum Beispiel auch oder ich weiß nicht, andere Sachen. Und vom eigenen Effekt her ist es eigentlich so wie Soul Charge, nur sogar schwächer. Also wenn Soul Charge nicht verboten ist, dann sollte die Karte auch nicht verboten sein. Und die hat auch so ein bisschen, kann man die ein bisschen mit Schnappstahl vergleichen, dass die zwar einen starken Effekt hat, vielleicht sogar manchmal spielentscheidend, aber MST ist halt auf 3 und jeder spielt es zurzeit auf 3. Also kann ich mir schon vorstellen, dass sie es zurückbringen werden. So wie Schnappstahl einfach. Dann als nächstes haben wir die 4 Baby Dranks. Ich denke mal, man kann die schon auf 1 zurückbringen. Auf 3 waren die halt viel zu brutal und dann noch 3 E-Dranks. Je, war einfach viel zu hart, aber auf 1, denke ich mal, kann man sie nicht ausnutzen. Und so Karten wie Drachenschlucht und Dragon Rejuvenation sind gebannt, also gibt es auch keine verrückten Kombos mit denen, um das auszunutzen. Und mit jeweils nur einem E-Dragon sowieso nicht, also denke ich mal, kann man die schon auf 1 zurückbringen. Als nächstes haben wir Rescue Cat. Fact, du kannst die Karte auf den Friedhof legen und dann 2 Level 3 oder niedriger Beastmonster aus dem Deck specialen. Die werden halt in der Endphase zerstört. Die Karte war halt ursprünglich gebannt, weil sie in dem Synchro Cat Deck OTKs
ermöglicht hat. Die Combo war halt folgende: Du hast entweder Giant Grenade, Heavy Storm oder Cold Wave aktiviert. Dann hast du Summoner Monk gemacht. Summoner Effekt auf noch einen Summoner Monk. Und dessen Summoner Monk hast du dann Effekt benutzt, um Rescue Cat zu holen. Und Rescue Cat hat dann zwei Exaber Air Bellum geholt. Dann hast du synchronisiert, meistens auf Darkstrike Fighter. Und dann mit allem direkt angegriffen und dann Darkstrike Fighters Effekt benutzt. Anscheinend war die Combo halt relativ konstant. Deswegen wurde die Katze gebannt. Aber jetzt könnte sie meiner Meinung nach zurückkommen. Cold Wave, Giant Grenade und Heavy Storm sind gebannt. Darkstrike Fighter wurde erratert und sein Effekt ist schwächer geworden. Und es gibt jetzt so Sachen wie Maxe, Effektwähler und OTKs gehen nicht mehr so oft durch. Zum Beispiel eine Cross of Alkyros. So denke ich auf jeden Fall möglich, die Karte Zugriff einzuholen. Als nächstes haben wir Dragon Ravine oder Drachenschlucht. Seitdem die Karte gebannt ist, sind Dragons einfach tot. Man hat kaum was von ihnen gesehen. Und jetzt mit Darkmatter Dragon und so, dachte ich mir, Dragons könnten einen kleinen Push gebrauchen. Und sie zurück auf 1 zu bringen, wäre jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Sie würde halt nur helfen, das Spiel aufzubauen, also den Friedhof zu füllen und so, die Hand ein bisschen konstanter zu machen, also einfach das Setup aufzubauen. Aber dadurch, dass sie auf 1 ist, kann man das halt nicht loopen. Nicht jede Runde missbrauchen, den Effekt, sondern halt nur einmal, um halt sein Setup aufzubauen. Und dann wird es wahrscheinlich zerstört, weil es einfach zu viel Removal gibt, MST und so. Deswegen denke ich mir mal, auf 1 zurück wäre echt perfekt. Man könnte es nicht missbrauchen, aber würde immer noch ein bisschen helfen. Dann als letztes haben wir einer meiner Favoriten, die auf jeden Fall zurückkommen müsste. Und zwar Zen Mighty. Wind-Up, eines meiner Lieblingsdecks. Und Zen Mighty fehlt dem Deck einfach auf jeden Fall. Zen Mighty kann halt nie wieder auf 3 zurückkommen, solange Hunter erlaubt ist. Weil man sonst halt den Handkartenloop machen kann. Aber einer ist auf jeden Fall okay. Damit kann man, glaube ich, 2 Handkarten klauen mit einem Zen Mighty maximal. Und es geht einfach nicht um den Loop, sondern einfach um Optionen, die das Deck brauchen kann. Also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die zurück auf 1 kommt. Ohne die Karte läuft das Deck einfach nicht. Das ist echt schade. Also, das war das Video, Leute. Top 10 Bandkarten, die zurückkommen könnten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich klicke das Video noch raus, bevor die Bandlist kommt. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Und ciao.